für ein Video. Eigentlich habe ich ursprünglich geplant, ein Video von der Torte nächste Woche aufzunehmen. Aber damit ich schon mal so ein Probe-Video habe, ich stehe in meiner Wohnung, die ist leer und ich rede mit meinem Handy, das ich an einem Wischmopp festgeklickt habe, damit ich ein Stativ baue. Und heute möchte ich einen Brandteig versuchen, weil Qualität ist wahrscheinlich auch nicht so gut wegen dem Handy, aber ist egal. Genau, was braucht man für einen normalen Brand? Wasser, das sind jetzt 250 Milliliter, 70 Gramm Butter, das sind 250 Gramm Mehl, 4 Eier und Backpulver. Ja. Das Backpulver braucht man später, die Eier. Wir beginnen jetzt damit, dass wir Wasser und Butter im Ofen aufkochen lassen, also am Herd. Klebeband für mein Stativ mit Wischmopp. Man braucht für den Brandteig natürlich auch einen Spritzer. Der Spritzer ist, keine Ahnung wie groß, so groß wie mein Oberkörper. Butter geschmolzen. Und jetzt geben wir das Mehl langsam rein. So langsam war das jetzt nicht, aber ist egal. Da kriegt man richtige Muckis. Noch voll viele Stellen, die noch nicht abgebrannt sind. Also es wird wirklich so einbrennen werden am Boden. Herdoberfläche abgebrannt wird. Ihr wisst, was ich meine. Und das nächste, warum habe ich die Eier nicht vorher aufgeschlagen? Keine Ahnung. So, ich schlage die Eier immer als erster gerne, sieht man schon warum, ein bisschen Eierschale hat noch keinen geschaut, würde ich sagen. Na! Würde man es gleich gescheit machen, hätte man die Arbeit halt nicht. Genau, also wir haben jetzt da unseren Brandteig, da mischen wir jetzt die Eier darunter, am besten, also man kann natürlich auch ein Küchengerät nehmen, aber der Handmixer tut es genauso mit Teigrührer und die Eier mixen wir jetzt unter den Teig. Ein Ei nach dem anderen hinein zu kneten, hinein zu mixen. Unser Brandteig ist jetzt kalt. Ich schaue, dass ich ungefähr die Hälfte vom Backpulver nehme. Das rühren wir jetzt auch noch zum Schluss drunter. Gell? Immer schön Hände waschen zu Zeiten von Corona. Oder wenn man einen Teig umhat. Wäre es auch nicht schlecht. Ah ja, vorher nicht vergessen, Ofen vorheizen auf 210 Grad Ober-Unterhitze. Hätte ich noch weiter unter unten ansetzen können. So, was machen wir jetzt? Geht die Spritztülle raus. No! Komm schon! Und ich habe jetzt ungefähr geplant, dass ich 9 Windbandel. Beutel. Na! Komm schon! Komm schon, lass mich nicht hängen! Sie passen schon ungefähr. Ich hoffe, die gehen jetzt so auf wie gewünscht. Und das Wichtige ist jetzt, wenn man sie in den Ofen gibt, dann die Ofentür nicht mehr öffnen bis Ende des Backen. Das ist jetzt einmal 20 Minuten drinnen, je nachdem, vielleicht reicht 20 Minuten schon aus. Die sind jetzt schon wunderbar aufgegangen. Auskühlen lege ich immer einen Kochlöffel rein. Und dann lasse ich sie noch so eine halbe Stunde auskühlen. Und so sehen jetzt super Brandteigkrapferl aus, die aufgegangen sind. Was am Video sieht man leider nicht, wie goldbraun sie geworden sind, aber das sieht man dann am Foto. Für die Topfenmasse, die jetzt in die Brandteigkrapferl reinkommt, beziehungsweise in die Windbeutel, brauche ich 2 Packungen Topfen, also 500 Gramm. Heißes Wasser und 40 Gramm Zucker habe ich hier. Da kann man natürlich auch Honig nehmen, wenn man Zucker sparen will. Und zum Dekorieren habe ich auch noch Erdbeeren. Natürlich kann man auch Sahne nehmen oder mit Österreich Schlagobers. So, danach geben wir das heiße Wasser zum Zucker
damit sich der Zucker super auflöst. Kurz umrühren, damit sich der Zucker auflöst. Dann geben wir das Ganze zur Soße und schneiden den Brandteig in der Mitte auf. Wir direkt auf den Windbeutel, auf die Unterseite des Windbeutels. Und danach kommt die Topfencreme drauf. Ich nehme mir dann meistens auch nochmal eine Erdbeere und schneide sie da längs nach, sozusagen wie eine Zwiebel auf, aber nicht bis zum Ende. Und dann ziehe ich die einzelnen Spalten, kann man sagen Spalten, keine Ahnung, auseinander und lege die Erdbeere direkt zum Windbeutel. Kommt der nächste.